Hi Leute, ich bin's wieder, euer Riedelcraft. Heute will ich euch willkommen heißen zu meiner neuen Serie Minecraft Mobs 1x1. Das heißt, ich werde euch in dieser Serie alles über jedes einzelne Mob, das es in Minecraft gibt, erzählen, was man wissen kann, muss, sollte, dürfte. Beginnen werden wir mit der Kuh. Und ich würde sagen, viel Spaß damit! Hier sind wir auch schon wieder. Hier haben wir zwei Kühe, besser gesagt eine erwachsene Kuh und eine Babykuh. Es gibt dazwischen noch eine Größe, was viele nicht wissen. Das wäre ein Kalb. Das hier ist jetzt eine Babykuh. Das Kalb ist ungefähr einen Pixel der Kopf größer und einen bis zwei Pixel ist der Körper größer als die Babykuh. Die normale Kuh, wie ihr hier sehen könnt, hat eine Größe von 1,4 Blöcken. So, jetzt ist richtig. Hat eine Größe von 1,4 Blöcken und ist 0,9 Blöcke breit. Das heißt, sie kann gut durch einen Block hindurchlaufen, was auch ziemlich praktisch ist, sonst wären viele Farmen für nichts. Die Babykuh hat eine Größe von 0,7 Blöcken. Und ist 0,45 Blöcke breit. Auch sie passt locker und mehr als locker durch einen Block hindurch. Kühe spawnen in der ganzen Welt auf Grasblöcken, wo oben drüber zwei Blöcke Luft ist. Also es darf kein fester Block drauf sein. Es müssen ein Grasblock und zwei, so wie hier zum Beispiel, zwei freie Blöcke sein, wie in diesem Gehege nenne ich es jetzt mal, müssen da frei sein, damit eine Kuh spawnen kann. Kuh können in Herden bis zu fünf oder sechs Kühe spawnen. Sie haben 10 Lebenspunkte, was 5 Herzen entspricht. Und in der ganzen Welt haben Kühe eine 5%ige Chance, als Babykuh gespawnt zu werden. Also wenn ihr eine Babykuh seht, die natürlich gespawnt ist, ist das schon relativ selten. Wir gehen jetzt kurz schlafen, weil sonst wird es hier gleich ungemütlich. Und ich würde sagen, gleich sind wir wieder da. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Dort hat es noch ein paar Zombies, die den Weg in die Hölle suchen. Weiter geht's mit den Kühen. Kühe kann man mit Weizen, ich habe hier Weizen auch schon bereit, locken. Wie ihr das sehen könnt, werden die dem immer nachlaufen. Oder man kann die mit Leinen befestigen und dann einfach mitnehmen. Kann die so dann einfach mitziehen. Jetzt ist natürlich der Zaun im Weg. Aber so, oh, das hat niemand gesehen. Falscher Knopf. Ups. Was tust du denn? Was war das jetzt? Na gut. Wenn man eine zweite Kuh unmittelbar in der Nähe hat, wie hier jetzt, eine zweite erwachsene Kuh, kann man die mit Weizen nicht nur locken, sondern auch vermehren. Man kann die füttern und wenn die Herzchen kommen, wie ihr gleich sehen werdet, hier ist sie auch schon. Eine Babykuh. Babykühe haben 20 Minuten Real Life, bis sie erwachsen werden. Das heißt, es dauert relativ lange. Man kann eine Babykuh, aber ich kann euch das kurz zeigen, man kann die füttern und dann gibt es so grüne Partikel. Das heißt, es wurden mit einem Weizen 10% von der verbleibenden Zeit abgezogen. Da ich diese kleine Kuh, die Babykuh, jetzt gefüttert habe, wären das 20 Minuten. 10% davon sind 2 Minuten, es würde jetzt noch 18 Minuten dauern.
Jedes weitere Weizen, wie das jetzt, verkürzt die Zeit wieder um 10%, aber von der verbleibenden Zeit. Das heißt, es wären jetzt 18 Minuten, das heißt 1,8 Minuten gehen weg. Und dementsprechend wären das jetzt nur noch, ja, wenn ich es denn schnell rechnen kann, 18, 17, 16,2 Minuten, die es geht. Wieder eines, dann gibt es bei 16,2 wären es 1,6 Minuten, die wieder weniger würden und so weiter. Es braucht ziemlich viel Weizen, damit die schneller wachsen wird, aber es geht in Schluss und endlich geht es schneller, wenn man die mit Weizen füttert. Wenn man genug hat, ist das ja kein Problem. Erwachsene Kühe, zeigt euch mal hier, haben einen Cooldown zum Vermehren. Das heißt, die haben 5 Minuten Real Life, bis man die wieder paaren kann. Sobald 5 Minuten rum sind, kann man die schon wieder paaren. Geht also relativ schnell die Vermehrung, was auch ziemlich praktisch ist für Farmen etc. Was dazu noch kommt, man kann eine Kuh melken, wenn man einen Eimer, so wie ich ihn jetzt in der Hand habe, einen leeren Eimer, rechtsklickt auf eine Kuh, bekommt man Milch. Mit Milch kann man Sachen backen wie einen Kuchen zum Beispiel, was sehr praktisch ist. Man kann Statuseffekte, die man erhält, Vergiftung, Blindness, die mühselige, den mühseligen Effekt, den man bekommt, Abbaulähmung, kann man mit einem Milcheimer einfach wegtrinken. Was witzig ist, bei Milch, man kann die trinken, obwohl man keine Hungerbalken hat. Also wenn der Hungerbalken voll ist. Milch kann man immer trinken. Was auch sehr praktisch ist wegen Statuseffekten etc. Ich habe in meinem Inventar immer einen Milcheimer dabei. Normalerweise auch ein Lavaeimer und ein Wassereimer, den werden wir aber gleich brauchen. Das werd ich euch nachher zeigen. Jetzt geht es weiter mit der erwachsenen Kuh. Wenn man sie tötet, kriegt man aus einer Kuh 0 bis 2 Leder. Das heißt, es ist nicht garantiert, dass Leder droppt, aber sie können 0 bis 2 Leder droppen und mindestens ein und maximum 3 Rindfleisch. Rohes Rindfleisch werden aus einer Kuh gewonnen, wenn man sie tötet. Gebratenes Rindfleisch kriegt man, wenn man zum Beispiel Feuerrespekt auf einem Schwert hat und die Kuh durch Feuer stirbt oder mit einem Feuerzeug oder was auch immer, kriegt man gebratenes Rindfleisch. Das sind dann, wenn man sie zum Beispiel mit Looting tötet, die Kühe, kann man mit Looting 3 bis zu 6 rohe Rindfleisch bekommen. Wenn man dann noch Feuerrespekt auf dem Schwert hat und Looting 3, kann es bis zu 6 gebratene Rindfleisch droppen. Eine Kuh bringt, wenn man sie tötet, eine bis drei Erfahrungspunkte. Es gibt selbstverständlich auch noch mehr Kuharten, die da wären, zum Beispiel die Pilzkuh, die Mushroom und die braune Mushroom. Die werde ich euch aber separat in einem anderen Video erklären. Ihr könnt da definitiv auch gespannt sein. Noch zu einem kleinen Fun Fact: Auf Servern ist es möglich, eine Easter Egg, ein Milcheimer Easter Egg zu aktivieren. Das heißt, wenn ihr in den Essential X Dateien seid von eurem Server, könnt ihr bei den Configs das Milk Bucket Easter Egg auf True stellen, was dann so viel heißt wie ihr könnt Kühe, Mobs, alle erwachsenen Mobs, die ihr seht, rechtsklicken mit einem vollen Milcheimer und die werden zu Babykühen. Ich werde kurz auf einen meiner Server wechseln und werde euch das kurz demonstrieren. So, da sind wir auch schon auf meinem Server. Das ist übrigens der Big Builder Server.
Hier habe ich das Milkbucket Easter Egg aktiviert. Und das sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, man links klicken, nicht rechts klicken, links klicken, ein Mob mit einem Milcheimer und dann passiert das. Und jetzt ist eine Babykuh. Das kann man mit jedem Mob machen, das man findet. Wenn man einen Milcheimer hat und das in den Servereinstellungen bei Essentials an ist. Ist ein lustiges kleines Feature. Ich mag das sehr. So, gehen wir wieder zurück in meine Tutorials World. Da bin ich auch schon wieder. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie man eine einfache gebratenes Rindfleisch und Lederfarm bauen kann. Dazu braucht ihr nicht sehr viele Sachen. Das heißt genau diese Sachen hier. Mit diesen Sachen könnt ihr ganz einfach eine gebratene Fleisch, Lederfarm bauen, eine halbautomatische, sage ich jetzt mal. Ihr braucht eigentlich nur das hier. Der Weizen habe ich dabei, ist theoretisch im Moment noch nicht notwendig, werdet ihr aber brauchen, um die Kühe zu vermehren, damit die Farm dann auch funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich möchte die Farm. Ich mache die jetzt mal hier hin. Dann mache ich hier und hier. Mache ich ein Loch, genauso wie hier. Ich nehme zwei Truhen. Mache die hier rein. Dann Trichter. Der übliche Anfang wäre ich fast geneigt zu sagen. Dann kommt Glas hier und hier. Dann jetzt muss ich überlegen, ich habe das schon länger nicht mehr gebaut. Macht aber absolut gar nichts. Das heißt, wir werden hier eines hin machen, dann kommt hier nein, ein Werfer. So, mit einem Knopf daran. Nein. So, da kommt nämlich der Beobachter. Nein, das ist der falsche Weg. Beobachter schaut nämlich in den. Also das Redstone-Signal geht in den Werfer rein. Dann machen wir dort einen Knopf dran. So. Ich gehe kurz schlafen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So schnell ist wieder Tag und weiter geht's. Jetzt aktiviert, wenn ich hier drücke, ein kurzes Signal den Werfer. Der wird Lavaspeien. Aber nur kurz, weil das Signal geht dann wieder weg und dann nimmt die Lava wieder rein. Was uns hilft, aber warum, erkläre ich euch gleich. Hier könnt ihr Glas hinmachen. Öffnen kann man die Truhe trotzdem noch. Dann bauen wir hier eins nach oben. Und machen jetzt hier. So. Eine kleine Kammer für die Kühe. Machen hier zu. Hier können wir auch zumachen. Dann ein Zauntor kommt dann oben dran. Jetzt muss ich kurz, hier war der andere Werfer. Da kann man dieses Glas eigentlich auch wegnehmen. Kann hier den Knopf ran machen. Hier das Wasser reinmachen. Dann wird hier das Wasser ausgegeben. Was vollkommen falsch ist. Meine Güte. Man könnte meinen, ich hätte schon 3 Jahre nicht mehr gebaut. So. Hier. Dann.
Wo ist er jetzt, der Werfer? Hier. Hier der Werfer. Dann hier den Knopf. Hier kommt das Wasser rein. Dann werden wir nachher eine kleine Treppe brauchen für die Kühe, damit die auch hier rein können. Das heißt, er droppt das Wasser jetzt hier rein. Die Kühe werden nach oben gespült. Das brauchen wir nachher für den Pfosten. Jetzt würde ich empfehlen, hier ein Schild hinzumachen. Schilder habe ich genug. Damit das Wasser da nicht immer hin und her läuft, kann man hier da ein Schild hinmachen. Dann wird das Wasser, wenn es ausgegeben wird, nur bis hierhin gegeben. Und dann wieder weg. Nice. Jetzt haben wir das 2 hoch. Das ist gut, da kommt das. Perfekt. Sollte so jetzt funktionieren. Reicht auch schon. Das heißt, wir haben den Trichter, die 2 Truhen. Darüber einmal rundherum mit Glas. Ich habe das alles mit Glas gemacht, damit ihr auch sehen könnt, wie es funktioniert. Ist eigentlich ein ganz einfaches System. Ich habe es nur ewig schon nicht mehr gebaut. Ich glaube, das letzte Mal in der Bedrock Edition oder so. Hat damals funktioniert, funktioniert heute noch und das auf der Java. Immer noch perfekt. Das heißt, hier ist ein Werfer mit Lava drin. Ein Beobachter, der dich anschaut, sage ich jetzt mal. Ein Knopf da dran, da gibt es nur ein kurzes Signal, weil wenn man die Lava auslaufen lassen würde, würde die nach unten gehen. So hast du die Sicherheit, dass unten, wenn du da Babykühe drin hast, die nicht gebraten werden. So, ich habe die Kühe jetzt drin. Ich habe die gelockt mit Weizen, weil ich das am bequemsten finde, weil man kommt ja nicht so schnell an Leinen, wenn ich gerade ein Wandering Trader in der Nähe ist. Deswegen mache ich das so oder so, auch wenn ich Leinen hätte, mache ich das mit Weizen. Bei Weizen müsst ihr einfach aufpassen, noch ein kleiner Good-to-Know-Fact. Wenn man die Kühe mit Weizen lockt und man eine Entfernung von 6 Blöcken erreicht zwischen den Kühen und dir, werden die Kühe nicht mehr getriggert sein. 6 Blöcke. Damit ihr euch das achten könnt, nicht dass sie ihr einfach weiterlauft und die Kühe unterwegs verliert. So, jetzt funktioniert das ganze System. So, wir machen hier noch diesen Zaun, wie ich gesagt habe, hin, damit die nicht entkommen können im schlimmsten Fall. Ich habe die hier über die Treppe hochgelockt, jetzt sind sie hier oben. Jetzt kann ich sie ganz einfach füttern. So. Die machen da ihre Babykinder. Wir schalten das mal aus. Zack. Die werden dann nah bis nah auch hier runterfallen. Und sobald die Babykühe dann erwachsen sind, jetzt kann denen nichts passieren, weil es Babykühe sind. Wenn da mehrere Babykühe drin sind und Erwachsene, und ihr wollt nur die Erwachsene töten, wäre es ja blöd, weil die Kleinen droppen nichts. Deswegen ist der Beobachter da, der die Lava sofort wieder wegnimmt. Das reicht, um eine Erwachsene zu töten, aber nicht, um eine Babykuh zu töten. Ich zeige euch das, wenn diese kleine Kuh gewachsen ist. So, da ist sie auch schon erwachsen. Ich habe sie ein bisschen gefüttert. Deswegen habe ich keinen Weizen mehr. Das ging dann auch deutlich schneller. Jetzt habe ich nichts, dann kann ich einfach diesen Knopf einmal drücken. Die Kuh stirbt und droppt Steak. Gebratenes Rindfleisch. Und ich habe sogar Glück gehabt, hat noch ein Leder dazu gegeben. Dann könnt ihr immer so weitermachen, nach hier oben gehen, den Knopf anmachen, die füttern.
wieder zumachen. Die Babys, die hier unten sind, erwachsen werden lassen, könnt ihr was anderes in der Zwischenzeit machen. Und wenn die erwachsen sind, einmal einen Knopf drücken und ihr habt Steak und Leder. Perfekt, das war's für diese Folge eigentlich auch schon. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Euer Tiedelcraft.